Menschen sind immer wieder erstaunt, dass es innerhalb der Friedensbewegung Konflikte gibt. Ausgerechnet bei den Friedensbewegten gibt es Streit. Wie kann das passieren? Selbst langjährige Aktive der Friedensbewegung haben schon gesagt, wozu überhaupt Streit? Wir wollen doch alle das Gleiche. Dieser Eindruck kann natürlich entstehen, weil es auch natürlich sehr viele Übereinstimmungen gibt und Differenzen oft jahrelang verborgen bleiben, bis sie dann bei bestimmten Themen dann auftauchen. Und viele in der Friedensbewegung sind sich der Unterschiede noch nicht mal bewusst und reagieren mit großer Überraschung, großem Unverständnis, wenn andere manches ganz anders sehen, obwohl die doch auch in der Friedensbewegung aktiv sind. Wie kommt es dazu? Zunächst muss man aber bedenken, Friedensbewegung ist nicht dasselbe wie Pazifismus. Also in friedenspolitischen Bündnissen beteiligen sich gewöhnlich nicht nur Friedensgruppen, sondern auch Parteien, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen, Gruppen aus anderen sozialen Bewegungen, revolutionäre Gruppierungen verschiedenster Art. Und da sind pazifistisch gesinnte Personen und Organisationen sehr häufig in der Minderheit. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, dass jetzt für den Koordinationsausschuss der Friedensbewegung von 1984, das hat mal jemand aufgedröselt, was also da für Gruppen waren. Man sieht also, die reinen Friedensgruppen machen gerade mal ein Fünftel aus. Ansonsten sind da andere Gruppierungen. Was natürlich nicht ausschließt, dass da auch eine Menge Pazifisten drunter sind. Dann kommt noch hinzu, dass die Pazifisten, und hier sieht man dann eine Aufschlüsselung dieser Gruppierungen nach verschiedenen politischen Spektren. Das sieht man eben, sozialdemokratisch ist, macht einen großen Teil aus, christlich unabhängig, unabhängig pazifistisch. Und dann noch das Kofatz-Spektrum. Weiß noch jemand, was das ist? Also Komitee für Frieden, Abrüsten, Zusammenarbeit, DKP war da die zentrale Organisation und ihr Umfeld. Von daher kein Wunder, dass es da politische Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber auch der Pazifismus im engeren Sinn hat mehrere Wurzeln. Selbst wenn man sich einig ist, dass man für Frieden und gegen Krieg ist und Kriegsursachen beseitigen will, stellt sich immer noch die Frage, was versteht man eigentlich unter Frieden? Was sind die Ursachen des Krieges? Und welche Mittel sind geeignet? Und dann tauchen ja immer wieder einzelne politische Fragen auf, an die man vorher gar nicht gedacht hat und muss sich ja zu denen irgendwie verhalten. Dass es beim Pazifismus so vielfältig ist, ist keine Besonderheit. Egal, welche Ideologie wir uns betrachten, ob Christentum, Islam, Faschismus, Nationalismus, Marxismus, Anarchismus, je genauer man hinschaut, desto komplexer wird es. Es gibt dann auch noch die Begriffe Pazifismus und Antimilitarismus, die dann auch wieder für Verwirrung sorgen. Hinzu kommt, dass viele Leute diese Begriffe einfach austauschbar verwenden, als ob es da keinen Unterschied gäbe. Und die Überschneidungen sind ja, die Überlappungen sind ja auch riesig. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bin beides. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich bin Antimilitarist, aber kein Pazifist. Und dann kommen noch die verschiedenen Sprachen dazu. Pazifismus im Englischen hat einen leicht anderen Klang als Pazifismus im Deutschen, zumindest historisch. Und man kann sagen, jeder Pazifismus muss automatisch antimilitaristisch sein, aber nicht jeder Antimilitarismus ist pazifistisch. Und es gibt auch Leute, da habe ich den Eindruck, sie nennen sich eben lieber antimilitaristisch, weil pazifistisch so verstaubt klingt, so brav und bürgerlich. Friedensgesellschaften gibt es seit 1815, die entstanden dann in den englischsprachigen Ländern, später gab es die auch in Kontinentaleuropa und der Begriff Pazifismus hat sich seit 1901 durchgesetzt. Er steht grob gesagt für die Ablehnung von Krieg, das aktive Engagement für den Frieden, Pacem, Facere, den Frieden machen. Bei Antimilitarismus können wir unterscheiden den liberalen Antimilitarismus, der lehnt die Existenz von Militär an sich nicht ab, aber betont das Primat des Zivilen. Das heißt also, die zivilen Politiker sollen die Politik bestimmen und keinesfalls das Militär. Man will auch nicht, dass militärisches Denken in die zivile Sphäre übergreift. Dann haben wir noch die sozialistischen Antimilitarismen, die zerfallen dann wiederum in den marxistischen und anarchistischen Antimilitarismus. Beide haben gemeinsam, dass sie Militarismus und Militär als Teil der zu überwindenden kapitalistischen Ordnung sehen. Und das Militär eben als Machtinstrument des Gegners nach innen und nach außen. Ich denke, man kann vor dem Ersten Weltkrieg vier Hauptströmungen unterscheiden. Ich würde sogar eher sagen drei Hauptströmungen, weil zwei davon relativ kompatibel miteinander sind. Das erste Mal der bürgerliche Pazifismus, der auch der organisatorische Pazifismus genannt wird. Typisch für diesen Pazifismus
ist zum Beispiel die vor 125 Jahren gegründete Deutsche Friedensgesellschaft, DFG, in ihrer, so wie sie damals war. Man wollte Abrüstung, Frieden und Mittel dazu sollten friedliche Konfliktlösung zwischen Staaten sein, zwar durch Schiedsgerichte, durch internationale Gerichtsbarkeit und was vor allem für Alfred Hermann Fried wichtig war, die internationalen Organisationen, die eben die Staaten generell dauerhaft zu einem friedlichen Miteinander bringen sollen, indem eben die, auch die, der Charakter der internationalen Beziehungen durch diese internationalen Organisationen transformiert wird. Da sieht man da die Zeitschrift Friedenswarte. Er hat also bewusst keine Friedenstaube oder so ein Symbol genommen, wie das eher Bertha von Suttner gemacht hätte. Ich meine, die waren beide in derselben Organisation, hatten aber durchaus schon unterschiedliche Ansätze, sondern eben die Zahnräder, die, das eben alles ineinander greifen soll, damit es eben konstruktiv friedlich wird. Auffällig aus heutiger Sicht ist bei diesen frühen Pazifisten, sie haben den Staat nicht in Frage gestellt. Gut, sie waren für jede Menge Reformen, sie waren natürlich Demokraten, sie waren liberal, sie konnten sich alle möglichen Verbesserungen im Staat vorstellen, haben aber den Staat und das internationale Staatensystem an sich nicht in Frage gestellt. Sie haben auch nicht in Frage gestellt den Verteidigungskrieg. Von Kriegsdienstverweigerungen wollten sie überhaupt nichts wissen und viele haben auch nationale Befreiungskriege durchaus akzeptiert. Mit nationalen Befreiungskriegen in der damaligen Zeit muss man an so Dinge denken wie die italienische Einigung, der Freiheitskampf der Griechen und dergleichen Dinge mehr. Im radikalen Pazifismus, da haben wir verschiedene Wurzeln. Wichtig sind religiöse Gruppen aus der frühen Neuzeit, die strikt gewaltfrei waren, wie Mennoniten, Hutterer, Duchoborzen. Aber auch die Quäker sind da sehr wichtig, weil die nämlich im Gegensatz zu den anderen Gruppen sich nicht gottgefällig irgendwo von der sündhaften Welt isoliert haben und irgendwo separate Siedlungen gegründet haben, sondern als politische Bewegung, die sind ja immerhin ein Produkt der englischen Revolution, ihre Ideale auch in die Gesellschaft hineingetragen haben und deswegen in diversen sozialen Bewegungen wie Bewegung gegen Sklaverei und Friedensbewegung ziemlich aktiv waren. Also generell war der liberalere und tolerantere die liberalere und tolerantere politische Kultur der englischsprachigen Länder mit ihrer Wertschätzung des Individuums ein guter Nährboden sowohl für Pazifismus als auch für Kriegsdienstverweigerungen. Man hat zum Beispiel in England schon 1648 in den dortigen Verfassungsdebatten über das Recht auf Kriegsdienstverweigerung debattiert. Da hat man hier noch 30-jährigen Krieg gemacht. Radikal gewaltfreie Ansätze kamen auch zum Beispiel aus Russland, Lew Tolstoi ist da zu nennen, oder Indien, dann später die große gewaltfreie Tradition, die durch Gandhi bekannt wurde. Und auch die 1921 gegründete War Resisters International, damals unter dem Namen Pazzo, ist überwiegend diesem Spektrum zuzuordnen. Also ihr Symbol ist eindeutig das zerbrochene Gewehr. Der anarchistische Antimilitarismus sieht Staat und Kapitalismus als Kriegsursachen und das Militär als Fundament des Staates. Folgerichtig haben die Anarcho-Syndikalisten die Kriegsdienstverweigerung propagiert, weil wenn man gegen den Kapitalismus streiken kann, dann kann man das auch gegen den Krieg. Die Verweigerung der Rüstungsproduktion und auch die gewaltfreie direkte Aktion und auch der Kampf, die Verweigerung der, also eben auch der Rüstungsproduktion, nicht nur die Waffen nieder, sondern auch die Hämmer nieder, wie das Rudolf Rocker formuliert hat. Es waren vor allem niederländische Anarchisten, die Anfang des 20. Jahrhunderts den anarchistischen Antimilitarismus artikulierten. Dann parallel dazu gibt es den marxistischen Antimilitarismus, wie er namentlich von Karl Liebknecht vertreten wurde. Hier sieht man auch, man ist entschieden gegen den kapitalistischen Militarismus, weil er ein Instrument der kapitalistischen Klassenherrschaft ist, aber Kriegsdienstverweigerung hat man abgelehnt. Stattdessen sagte Liebknecht, das sei ein utopischer Standpunkt und er bekannte sich zur Erziehung, zur allgemeinen Wehrhaftigkeit, Volkswehr anstelle der stehenden Heere. Das wurde natürlich von anarchistischer Seite kritisiert. Ferdinand Dommelaan Muwenhuis kritisierte das mit den Worten: Die Sozialdemokraten wollen den Militarismus nicht an der Wurzel treffen, sie wollen bloß ein Volksheer. Sie wollen nur eine Form, keine Wesensveränderung. Was die Sozialdemokraten Antimilitarismus nennen, sind in Wahrheit Reformen im Heere. Sie greifen den Militarismus nicht als Institution an. Wenn hier von Sozialdemokraten die Rede ist, muss man bedenken, das ist noch die ungeteilte Bewegung, hat sich also noch nicht in Sozialdemokraten und Leninisten aufgeteilt.
Nach dem Ersten Weltkrieg näherten sich diese verschiedenen Strömungen des Pazifismus an. Also sowohl bürgerliche, radikale und revolutionäre Strömungen kamen zusammen. In der DFG hat man sich dem Gedanken der Kriegsdienstverweigerung allmählich geöffnet. Also sowohl die DFG als auch die Friedensbewegung insgesamt wurden ideologisch heterogener. Man bemühte sich, die verschiedenen Ansätze zusammenzubringen. Es entstanden Bezeichnungen wie revolutionärer Pazifismus oder auch Jungpazifismus, um diese neuen Kombinationen, diese neuen Strömungen irgendwie zu fassen. Und es kam natürlich auch zu heftigen Debatten. Über die Pazifistenkongresse in dieser Zeit schrieb Ostetzky 1924 nur leicht übertreibend, wie das Guido Grünewald eingestuft hat: Sie sind ein ungeheures Blutbad, eine massenweise Absäbelung von Führerköpfen, ein Sperrfeuer von Anklagen, Bezichtigungen, Misstrauensvoten. Der in Paris geschätzte Herr von Gerlach wird in Berlin als Verräter behandelt, als schwachköpfiger Opportunist wird demoliert. Herr Hiller schwingt den tintentriefenden Tomahawk. Er ruft zum heiligen Krieg gegen die Zweifler an seiner Autorität. Er sagt Menschheit und meint Stuhlbein. Man muss allerdings auch sagen, das war in den 20ern. Und diese verschiedenen Strömungen hatten gerade begonnen, miteinander zu diskutieren. Die Zeit war generell sehr turbulent. Wenn man so in den Büchern liest, liest man auch, die brauchten immer wieder Saalschutz, weil es ja bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen gab. Also es waren nicht so ruhige Zeiten, wie wir sie kennen. Die heutigen Pazifisten haben 70 Jahre lang Zeit gehabt, ihre Differenzen auszudiskutieren. Also kein Wunder, dass es heute etwas ruhiger zugeht. Ja, wer weiß, was noch kommt. Und es sind ja auch einige im Saal, die sich an etwas turbulentere Zeiten erinnern können. Aber so, wie eben geschildert, war es natürlich in der Nachkriegszeit nicht. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, ich habe ja auch nicht alles mitbekommen. Einige Konfliktthemen möchte ich allerdings besonders hervorheben. Für den bürgerlichen Pazifismus war der Krieg ein Störfaktor. In einer Welt, die ansonsten vom Prinzip her zwar viele Fehler hatte, aber behebbare, reformierbare Fehler. Das heißt also, die Staat und Staat waren in Ordnung, auch Militär und Zwang zum Kriegsdienst hat man nicht in Frage gestellt. Typisch für das entgegengesetzte Ende des Spektrums war jemand wie Tolstoi, radikal, staatsablehnend, gewaltfrei. Er hat dann, für ihn waren Staat, Kirche und Gesellschaft zutiefst krank. Das heißt, der Militarismus nur ein Symptom einer tiefer liegenden Krankheit. Wir hatten ja auch vorhin schon gehört bei Konstantin Becker, unsere Gesellschaften seien generell von kriegerischem Charakter. Also, oder moderner ausgedrückt könnte man den Einwand von Tolstoi formulieren, das System hat keine Fehler, es ist der Fehler. Und aus solch unterschiedlichen Sichtweisen ergeben sich natürlich auch ganz unterschiedliche Konsequenzen. In einem Punkt stehen der organisatorische Pazifismus und die Gewaltfreiheit von vornherein in einem Widerspruch. Zum Konzept der internationalen Organisation, die der organisatorische Pazifismus fordert, gehört ja auch, dass die Friedensbrecher irgendwie, ja, also dass man gegen Friedensbrecher irgendwie vorgehen muss. Letztendlich gewaltsam. Was natürlich nicht gerade gewaltfrei ist. Also diese Position hat interessanterweise eine Romanfigur von Karl May, der ja in seinem Spätwerk pazifistische Ideen vertreten hat und auch mit Bertha von Suttner zusammengearbeitet hat, formuliert: Hat der Krieg eine eiserne Hand, so habe der Friede eine stählerne Faust. Das sagt eine Person dem Karabenemsi, und den kennen wir ja, Karabenemsi alias Old Shatterhand, die robuste Ein-Mann-Friedenstruppe, die Leute bewusstlos schlägt, aber vermeidet sie zu töten. Ja. Generell argumentieren Vertreter dieser Position, dass dann diese Friedenstruppen selbstverständlich leicht bewaffnet sind und dass das nicht der normale, typische Krieg sei und dass das ja eher Polizeieinsätze seien, aber dieses Dilemma bleibt trotzdem. Der gewaltfreie Pazifist Bart de Licht hat es 1937 in Bezug auf den Völkerbund so formuliert: Es ist wahr, dass der Völkerbund bestimmte Arten von Krieg verbietet, das heißt solche Kriege an sich für illegitim erklärt. Trotzdem erlaubt der Bund andere Kriege, so dass sie in Genf zwischen legalen und illegalen Kriegen unterscheiden. Weit davon entfernt, die Menschheit von dieser Pest zu befreien, hat der Völkerbund sogar neue Formen davon eingeführt.
Denn die ultimative Sanktion, die gegen einen Staat, der zum Aggressor erklärt worden ist, ist immer noch Krieg. Und so wird Krieg im Namen des Friedens vom Völkerbund als Krieg für Frieden gebilligt. Jahrzehntelang war das für die Friedensbewegung kein Thema, also in der Nachkriegszeit, weil während des Ost-West-Konflikts die Vereinten Nationen sowieso blockiert waren. Also zwischen 1960 und, oder man kann auch zurückgehen, zwischen dem Koreakrieg und 1990 gab es sowieso nichts zu debattieren, weil es keinen Konsens für Kriegseinsätze gab. Aber seit den 1990er Jahren kommt diese Debatte allmählich wieder auf, ist immer noch kein besonders herausragendes Thema, aber wird immer wieder geführt. Hier sieht man zum Beispiel eine Broschüre der Föderation Gewaltfreie Aktionsgruppen mit Kritik an den Vereinten Nationen. Eins weiter. Man sieht ganz oben übrigens einen Beitrag von Franz Nadler, DFGVK Hessen. Und ganz unten wird auch der alte Text von Bart de Licht wieder abgedruckt. Und man sieht also Dinge, die in den 30er Jahren aktuell waren, poppen dann plötzlich 60 Jahre später wieder auf, obwohl sie zwischendurch keine große Rolle spielten. Ein weiterer Grundsatzkonflikt entfaltete sich beim Thema Kriegsdienstverweigerung. Nämlich, was tut man, also es gab nämlich dann plötzlich Staaten, die haben einen Ersatzdienst angeboten. Und da muss man entscheiden, wie geht man damit um? Akzeptiert man einen staatlich erzwungenen Ersatzdienst oder nicht? Da hat man allein schon wieder in der Kriegsdienstverweigerung einen Streitpunkt, der bis heute andauert. Und da hängt auch viel von der weltanschaulichen Grundausrichtung ab. Wer Staat, Zwang, Hierarchie, Zwang für eine gute Sache befürwortet, der kommt zu ganz anderen Schlussfolgerungen als diejenigen, die jegliche Beteiligung am Kriegsdienstsystem ablehnen und die Zwangsverpflichtung an sich als einen Akt freiheitsberaubender Gewalt ansehen. Nach 1945 haben sich die Strömungen weiter aufeinander zubewegt. Neu war jetzt, dass auch der marxistische Antimilitarismus und sein Gedankengut in der Friedensbewegung allmählich einen festen Platz fanden. Der sowjetische Machtblock definierte sich selbst als das Friedenslager und es gab auch den Weltfriedensrat. Und heute sind die von mir skizzierten Denktraditionen, die ich am Anfang geschildert habe, diese drei Hauptströmungen oder vier, je nachdem, ob man jetzt den radikalen Pazifismus und den anarchistischen Antimilitarismus getrennt oder zusammensieht, immer noch vorhanden, aber nicht säuberlich getrennt. Also ich mache die Beobachtung, bei den meisten Aktiven bei uns werden Vorstellungen aus den verschiedensten Wurzeln durchaus miteinander kombiniert, aber in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Bei kleineren Organisationen der Friedensbewegung kann man noch eher sagen, gut, die stehen genau in dieser weltanschaulichen Tradition, also bei den Graswurzeln weiß man, das sind gewaltfreie Anarchisten, bei Pax Christi weiß man, die sind katholisch. Aber bei der DFGVK kann man das nicht sagen. Die DFGVK vereint viele dieser Strömungen in sich. Und das hat aber auch zur Folge, wenn immer es einen Streit in der Friedensbewegung gibt, einen größeren Streit, dann wird er auch innerhalb der DFGVK ausgetragen. Hier sieht man, wie die DFGVK entstanden ist, also die DFG 1892 für den bürgerlichen Pazifismus, dann der Bund der Kriegsdienstgegner 1919 als deutsche WRI-Sektion für den radikalen Pazifismus nach dem Ersten Weltkrieg als internationaler der Kriegsdienstgegner wieder gegründet. Und es gab dann noch die Gruppe nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gruppe der Wehrdienstverweigerer, eher eine Interessensvertretung der Kriegsdienstverweigerer. Und die haben schrittweise miteinander fusioniert. Also es gab dann den VK und DFG-IDK, dann die DFG-IDK 68 und 74 dann die Vereinigung zur DFGVK. Das heißt also, die DFGVK hat vieles in sich aufgenommen und deswegen auch dieser lange und sperrige Name. Also kein Mensch gründet ja eine Organisation mit so einem Namen. Das ist Ergebnis historischer Entwicklung. Und in der Friedensbewegung der 80er Jahre haben wir dann wieder diese alten Strömungen. Und zwar organisationsübergreifend, wie gesagt, auch in der DFGVK waren die alle da. Jochen Lange hat das dann unterschieden, die bürgerlichen Pazifisten, die also den bestehenden Staat im Prinzip akzeptieren, nur die Exzesse des Militärs ablehnen und der Militärpolitik, die taktischen Pazifisten, die hier für Abrüstung sind, aber dort eben für Wehrerziehung und Militär und dann eben die radikalen Pazifisten, die überall Gewalt und Militär ablehnen. Und der Protest gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen ab 1979 hat auch alle diese verschiedenen Gruppierungen gebündelt.
Normaler ist allerdings für die Friedensbewegung, dass verschiedene Gruppierungen relativ eigene Wege gehen und nur zu bestimmten Anlässen sich Koalitionen bilden. Also beim Ostermarsch kommt man eben mal zusammen oder in der Kampagne gegen Rüstungsexport finden sich dann bestimmte Gruppen, andere wiederum nicht. Oder wenn es ums Thema Kriegsverweigerung geht, finden sich wieder andere Gruppen zusammen und andere interessiert das überhaupt nicht. Also das ist eigentlich heute eher das Typische, die Vielfalt der verschiedenen Themen und die unterschiedlichen Kombinationen dann. Manche Konflikte werden nicht innerhalb der Friedensbewegung ausgetragen, sondern führen dazu, dass sich Leute aus der Friedensbewegung verabschieden. Im Ersten Weltkrieg war es noch ganz einfach. Alle Kriegsparteien waren imperialistisch, nationalistisch, militaristisch, die konnte man alle guten Gewissens ablehnen. Aber dann kam der Spanische Bürgerkrieg und da haben bewaffnete Gewerkschafter, Arbeitermilizen sich gegen den Faschismus verteidigt. Da war das gar nicht mehr so einfach, beide Kriegsparteien zu verurteilen. Zumal ja etliche dieser Milizen selber gesagt haben, wie sehr sie den Militarismus hassen. Soldado no, miliciano sí. Soldat nein, Milizionär ja. Und damals haben sich viele prominente Pazifisten vom Pazifismus verabschiedet. Zum Beispiel der erste Vorsitzende der War Resisters International, Fenner Brockway, der auch die WRI mitbegründet hatte. Oder Albert Einstein, der angesichts des Faschismus nicht länger Pazifist bleiben konnte. Wir haben auch später solche Entwicklungen. Ende der 1990er Jahre verabschiedeten sich die Grünen aus der Friedensbewegung. Oder ein relativ obskures, aber auch ein Beispiel aus jüngster Zeit, dass also Leute, die sich sehr stark mit Israel identifiziert haben, die sogenannten Antideutschen, dann auch sagten, ja, Pazifismus können wir jetzt nicht mehr aufrechterhalten, weil das ja mit der Politik Israels oder mit unserer Identifikation mit dieser Art von Politik Israels nicht vereinbar ist. Und die sehen dann auch die Friedensbewegung als Gegner. Es kommt auch immer darauf an, welche Konflikte gerade auf der Tagesordnung stehen. Während des Ost-West-Konflikts bestimmte auch das Verhältnis zum Sowjetblock die wichtigsten Kontroversen und Lagerbildungen innerhalb der Friedensbewegung und auch innerhalb der DFGVK. Mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation entfiel dieser Streitpunkt weitgehend. Das heißt also, wir haben seit Mitte der 90er Jahre eine relativ harmonische Phase in der deutschen Friedensbewegung. Also da wurden ja sogar DFGVK-Bundeskongresse recht harmonische Ereignisse, was sie in den 80ern definitiv nicht waren. Es gab allerdings durchaus Änderungen. Seit 2014 haben wir wieder mehr Konflikt, und zwar, wie steht man zu Russland? Das ist zum Beispiel ein Konflikt, der ist neu aufgekommen mit dem Ukraine-Konflikt. Er erinnert manchmal so ein bisschen an die Frage, wie verhält man es mit der Sowjetunion, sind zum Teil dieselben Leute. Das führte zum Beispiel, also ganz konkrete Auswirkungen, es gab am 8. Oktober eine Friedensdemonstration in Berlin, die hat die DFGVK zum Beispiel nicht unterzeichnet, aufgrund solcher unterschiedlichen Einschätzungen. Und wir haben seit 2014 noch einen anderen Konflikt, ganz neuer Art. Und zwar war ein Konflikt nicht innerhalb der Friedensbewegung, wo es eine Spaltung gibt, sondern es entstand plötzlich neben der Friedensbewegung eine neue Bewegung, die sich auch Friedensbewegung nannte, die neue Friedensbewegung, die Montagsmahnwachen. Und da entstand dann wiederum ein Konflikt innerhalb der Friedensbewegung. Wie geht man mit denen um? Ganz neue Konfliktlage. In der Zivilcourage da hinten sind auch einige Texte dazu. Da ist auch abzuwarten, ob sich daraus eine neue Strömung innerhalb der Friedensbewegung entwickelt und wie die, das, wie gesagt, ist alles noch offen, wie das da weitergeht. Es passt jedenfalls, und es ist noch offen, und man müsste noch untersuchen, passt das zu den alten Strömungen, die wir haben, oder liegt das quer zu denen? Also ich sehe für beides durchaus Argumente. Was auch noch ein neuer Faktor ist, also er ist nicht ganz neu, aber er tritt jetzt kontinuierlich auf, während er vorher eher isoliert auftrat. Traditionell gehörte die Friedensbewegung zum im weitesten Sinne emanzipatorischen, der Aufklärung verpflichteten linken Spektrum im politischen Feld. Also angefangen vom Liberalismus bis hin zu verschiedenen Spielarten des Sozialismus. Also die meisten Friedensbewegten hatten irgendwie einen liberalen, sozialdemokratischen, sozialistischen, linken Hintergrund. Was die gelegentliche Beteiligung einzelner Konservative nie ausgeschlossen hat. Neu ist, dass wir heute im größeren Umfang eindeutig rechte Gruppierungen haben, die sich als Friedensgruppen bezeichnen. Es gibt sogar jetzt eine eindeutig rechte Gruppierung, die nennt sich hochtrabend Friedensbewegung bundesweite Koordination. Das ist jetzt auch abzuwarten, ist das eine Einjahresfliege oder Zweijahresfliege oder müssen wir dauerhaft mit so etwas auskommen. Jedenfalls, es bleibt spannend in der Friedensbewegung. Ich danke euch.
Also wenn man die drei Strömungen nimmt, bürgerliche, taktische und radikale Pazifisten, wie sie in den 80er Jahren unterschieden wurden, würde ich sagen, eindeutig radikal. Insofern, dass ich Krieg und Militär ablehne, egal von welcher Seite, also nicht irgendeine Seite in Schutz nehme, aber eben auch nicht sage, das bestehende System ist im Prinzip gut, wie es ist, nur einige militärische Auswüchse müssen bekämpft werden. Von daher würde ich schon sagen, radikaler Pazifismus. Einen libertären Pazifismus gibt es auf jeden Fall. Am deutlichsten sichtbar in der Graswurzelrevolution, die einen gewaltfreien Anarchismus vertritt. Aber es gibt natürlich auch darüber hinaus noch andere libertäre Menschen, die in der Friedensbewegung aktiv sind und antimilitaristisch sind, auch weit über die Graswurzelrevolution hinaus. Wir haben auch zum Beispiel in unserer Mitgliedschaft in der DFGVK einige Anarcho-Syndikalisten und Anarcho-Syndikalistinnen hoffentlich auch, die natürlich dann auch per Definition in diese Kategorie fallen. Und auch einige Leute, die vielleicht selbst nicht unbedingt das Etikett libertär tragen, sich also jetzt nicht selbst in ihrer Außendarstellung als Anarchisten bezeichnen, sind es de facto auch.